Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, ich sehe etwas sehr Elegantes hier. Extra für euch, gefällt sie euch? Sehr gut. Ich finde sie hervorragend. Aber heiß. Ja, es ist super heiß. Frau Mann. Ja. Der Start der Österreich. Was war los, Martin? Naja, bei heute Schwarz-Blau, die Regierung erweist uns einen Bärendienst. Einen Bärendienst, okay. Ja. Weiß nicht, hast du es gelesen? Die Ministerin will, dass du in Zukunft keinen Braunbär mehr im Wohnzimmer halten darfst. Das heißt, durfte ich das vorher? Ja, das durftest du. Du durftest einen Braunbären halten. Hey, das ist der Informations... Dienst unserer Sendung, glaube ich. Was? Österreicher dürfen immer noch? Sogar zwei. Wirklich? Ja. Man darf jetzt noch? Ja. Los geht's. Wo kriege ich einen Braunbären her? Aber in Zukunft darfst du nicht mehr. Ja, die Zukunft ist ja nicht da. Ja, aber die Zukunft hat begonnen. Okay. Ja, die Wirtschaftsministerin, wie heißt sie? Schamböck, ich weiß nicht, ob ich mir die merken soll. Wurscht. Die hat schon mit einer... Die sind wir 8 Jahre da. Voll scheiße. Die hat sich schon eine Kuschelrobbe angelacht und getestet. Eine Kuschelrobbe? Ja, das ist ein Roboter. Okay. Und mit Fell überzogen. Statt die Bären. Ich weiß nicht, ob sie einen Bären gehabt hat, das müssen wir sie fragen. Also wir werden anstatt in Zukunft von Braunbären im Wohnzimmer so Kuschelrobben haben. Also Roboter. Das ist ja nicht so lieb, ein bisschen cooler. Ja. Was will man mehr? Ja. Zu Roboter fällt mir auch noch was ein. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Hast du das Bild mit Ani gesehen? Ah, der Kurz und der Ani. BFFs for life. Ja, genau. Die haben sie getroffen in L.A., glaube ich, gell? Ja. Worüber haben die geredet, glaubst du? Bei Robotern. Also der Kurz wird sie wahrscheinlich Tipps geholt haben, wie man den Roboter aufstammt. Von dem ich übrigens schon ewig geredet habe in der Sendung, gell? Gegenkämpft. Weil wer weiß es besser als der Terminator? Kein Problem. Er kriegt seine Bill gleich nach der Sendung wieder. Ich dich auch. Eben. Aber das Bild ist schon cool. Ich meine, der eine redet gut und der andere schweigt gut. Du weißt, bei Politik schon wieder fast nicht dran, aber in dem Fall liegst du falsch. Warum? Beide reden sich gut. Aha. Nur einer von denen schweigt halt besser als der andere. Da sage ich jetzt nichts mehr dazu. War ja viel los in der Woche mit dem Trump, oder? Der hat gerade wirklich viel am Start. Also, angefangen ja mal so mit dem Putin. Ja. In Helsinki. Na Gott sei Dank. Nicht in Wien. Ja. Aber es sind Pussy-Pussy-Freunde. Gibt's aber nichts zu meckern. Ja. Bis er daheim angekommen ist und mitgekriegt hat, dass es nicht so gut angekommen ist, dann war er wieder, nein, das habe ich eigentlich ganz anders gemeint und so. Eigentlich so wie immer. Genau. Trotzdem hat ihm der Putin als Dankeschön einen Fußball geschenkt. Das ist nett, oder? Voll. Ja. Glaubt mal, wenn man den Geheimdienst von Amerika fragt, ist das ja eine Finte. Weil? Das ist unter Garantie, sagen die, da ist eine Avanze drinnen, um geheime amerikanische Sachen auszuspielen, wo ja so ein Fußball immer drinnen ist. Naja, aber die haben doch eh die Fußball-WM so mit 24. In ein paar Jahren halt. Das eben. Gemeinsam mit Kanada und Mexiko. Genau, und über der Mauer und so. Richtig, und falls ein Wahnsinn drinnen ist, kann es nur immer über die Mauer schießen. Auch wieder wohl. Also, sind ziemlich verrückt. Ja. Aber da ja der Trump die Wochen gerade ein wenig so. Wenn er in den Medien war, dann ist es darum gegangen, um die Strafzölle, die Amerika schlechter für Amerika. Oder Trump, wo er auch nicht gut aussteigt. Und mit der Queen hat er sich auch nicht gerade mit Lorbeeren bekleckert, der gute Mann. Also war er der Meinung, die Medien brauchen ein neues Thema. Ablenkung. Ein staatstragendes Thema. Was Ablenkung? Nicht Ablenkung, nein, staatstragend, was Wichtiges. Er tritt zurück. Er muss eine executive Entscheidung treffen. Wirklich? Nein, auch nicht gut ist das Land. Wenn er zurücktritt, ist das schlecht. Okay. Was macht er? Mach's nicht spannend, was macht er? Die Air Force One muss patriotischer werden. Blau-Weiß ist nicht amerikanisch genug.
Okay. Bis 2024 würde die in Rot, Weiß und Blau haben. Also jetzt ganz ehrlich. Ja. Mir ist wurscht, welche Form die Air Force One im Jahr 2024 hat, solange er nicht drinnen sitzt. Warum lesen wir die heute? Du weißt es, damit wir was lernen. Ah ja, stimmt. Und was hast du gelernt die Woche? Der Zuckerberg, der von Facebook, der hat einen Knall. Der hat Milliarden. Knall. Na okay. Warum jetzt im Speziellen? Wenn du eine Titte auf Facebook postest, bist du lebzeitig gelöscht. Deswegen finde ich deine Kanten nicht mehr, oder? Anderes Thema. Wenn du den Holocaust leugnest, okay, sagt er, das ist nicht so schlimm. Die Leute machen das nicht absichtlich. Wie, dass sie den leugnen? Ja. Okay. Der meint wahrscheinlich, seine Kunden sind Trotteln. Na, es gibt jetzt dieses, irgend so ein Late Night Show hat ja eine Straßenumfrage gemacht mit einer Weltkarte. Ja. Wo es dann die Amerikaner gesagt haben, wie heißt das Land? Ja. Und? Ach, meine Tür, 32% haben ihr Land gefunden? Keine Ahnung. Aber es war nicht sehr gut. Okay. Naja. Und deine Erkenntnis? Amerika halt, gell? Deine Erkenntnis? Du, meine ist durchaus positiv. Also meine super. Na gut, ich bin aber zwiegespalten ein bisschen. Aber sie ist positiv. Also, ja. Ich habe erfahren die Woche, dass wir in Österreich auch als Mensch mit Behinderung und in dem Fall sogar als Rollstuhlfahrer oder Fahrerin ins Gefängnis gehen können. Aha. Das ist, wie gesagt, eine zwiegespaltene Nachricht, aber grundsätzlich eine positive Nachricht, denn das bedeutet einerseits, es ist technisch möglich. Du weißt doch warum? Na. Damals der Briefbomber, der Franz Fuchs, mhm, für den haben sie einer der ersten barrierefreien Zellen gebaut gehabt. Der hat keine Finger mehr gehabt, gell? Ja, genau. Aber lang hat es der nicht gebraucht, weil der hat sie ja erhängt. Ja, aber man, die wird ja nicht schlecht jetzt. Nein, die Zelle gibt es noch immer. Und es gibt jetzt mehr, weil die ist jetzt, ja, in Oberösterreich, glaube ich, ja, wird die eingesperrt. Also ich finde es gut, eben, es ist technisch möglich. Mhm. Und es sagt, dass diese kriminellen Genies, mhm, oder Armee-Genies, mhm, je nachdem, auch unter behinderten Menschen zu finden sind. Also ich finde das super. Und vom Standpunkt der Inklusion, ja, das ist ein großartiges Beispiel. Was soll man da noch sagen? Eine Erkenntnis. Super. Also, liebe Zuschauer mit und ohne Behinderung, begeht keine kriminellen Akte, weil ihr werdet eigentlich nicht. Alle. Alle. Sogar die Frauen. Da gibt es keine Diskriminierung. In diesem Sinne, ihr seht, die Hitze ist ziemlich steigt. Steigt mir zumindest gerade im Kopf. Sauerstofflevel sinkt rapid, falls man das merken sollte. Genau, in die Kommentare, da habt ihr Tipps, wie man das besser hinkriegen. Anyway, danke fürs Zuschauen. Auf Facebook findet ihr uns sowieso nicht mehr. Nein, weil er immer seine. Oder wann es mal? Hast du meine? Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Viert euch.